Der Landkreis hat am vergangenen Wochenende die Sportler des Jahres geehrt. Zum dritten Mal war die Glauchauer Sachsenlandhalle der Veranstaltungsort des Balls. Im Vorfeld hatten mehr als 10.000 Sportler des Landkreises Vorschläge eingereicht, wer in diesem Jahr den Titel Sportler, Sportlerin oder Mannschaft des Jahres bekommt. Der lautstarke Auftakt des Abends kam von den Draufgänger-Guggis aus Merane. Sie brachten die Halle zum Beben und gute Laune war beim Publikum garantiert. Im Anschluss wurde es spannend. Landrat Christoph Scheurer und Kreissportbundpräsident Jens Juraschka betraten die Bühne, um die Gewinner bekannt zu geben. Zuerst die Wahl zur Sportlerin des Jahres. Platz 1 ging an Paula Elisabeth Nitschke im Badminton. Platz 2 an Jane Schmieder im Ringen und auf Platz 3 des Treppchens stand ein Mann. Thomas Sprigode nahm die Auszeichnung stellvertretend für seine Tochter Anne Sprigode im Radrennsport entgegen. Unsere Tochter ist im Trainingslager in Kroatien, 14 Tage lang. Und ich sag mal, sie wäre zwar gern hier gewesen, aber ließ sich leider nicht machen, terminliche Überschneidung. Dort unten ist es auch wärmer, vermutlich mal. Aber dass Sie eingesprungen sind, ist so ein typisches Beispiel dafür, ohne Eltern und ohne Hilfe geht's nicht beim Sport. Und mit Sicherheit. Also das zieht sich durch alle Sportarten durch. Wenn die Eltern, speziell im Leistungssport, wenn die Eltern nicht dahinter stehen, dann sag ich mal, ist es schwer, dort Erfolge zu erzielen, beziehungsweise dort dann bei der Stange zu bleiben, weil das recht trainingsintensiv ist und sag mal, von den Kosten und ja, Terminen ganz zu schweigen. Insofern sind die Eltern oder die Elternschaft eine sichere Bank, wenn man die hat. Aber Ihr Engagement hat sich ausgezahlt. Jetzt sind Sie ein sehr stolzer Vater, oder? Ja, schon die ganze Zeit. Das ist ja nur die Ehrung. Also sie hat uns schön viel Freude gemacht, was den Sport angeht. Bei den Männern stand zum dritten Mal in Folge der Rennrodler Chris Eisler auf dem Treppchen ganz oben. Platz 3 sicherte sich der Schwimmer Jens Gemeinhardt. Der zweite Platz ging an den Ausdauersportler Marco Locke, wobei seine Ausdauer schon extrem ist. Er ist 24-Stunden-Läufer. Vor 3 Jahren, mit 28, ist er erstmals einen kompletten Tag durchgelaufen. Da muss man hart trainieren. Also in den Hauptwochen sind es dann 180 Kilometer in der Woche und dementsprechend hält auch Zeit dafür. Wie viele Kilometer legt man an 24 Stunden zurück? Bei der deutschen Meisterschaft, die ich da gewonnen hatte, waren es 203 Kilometer. Das heißt, Sie könnten auch zu Fuß in den Urlaub. Haben Sie das schon mal probiert? Nein, das habe ich noch nicht probiert, aber die Idee ist da. Alles Gute, danke. Dankeschön. Bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres hatten die Geräteturnerinnen des ESV Lok Zwickau die Nase vorn. Die Handballerinnen des BSV Sachsen-Zwickau kamen auf Platz 3 und Zweitplatzierter war der FSV Zwickau. Also es könnte für euch besser nicht laufen. 1:0 gegen Neustrelitz gewonnen, Platz 1 der Tabelle. Ihr bekommt ein neues Stadion, jetzt hier noch Platz 2 als Mannschaft des Jahres. Heute wird hart gefeiert, oder? Ja, also ich denke, dass jetzt hier so ein zweiter Platz für so eine Auszeichnung dann jetzt nicht so der ganz große Grund ist, so für die ganz großen Freudensprünge. Aber wir freuen uns natürlich über die Auszeichnung. Aber mehr freuen wir uns natürlich über die 3 Punkte heute im Heimspiel, was ungemein wichtig war für uns. Aber ja, dadurch, dass am Donnerstag spielt das nächste Spiel ist, werden sich die Feiereien heute in Grenzen halten. Ja, nicht so zurückhalten. Ihr habt es euch verdient. Ne? Viel Spaß noch heute. Danke. Prominenter Ehrengast war der Bobsportler Nico Walter. Er hat nicht nur bei der Preisverleihung auf der Bühne tatkräftig mitgeholfen. Er gab natürlich auch Autogramme und stand den Gästen für Gespräche zur Verfügung. Er fand die Liebe zu seinem Sport schon im zarten Alter von 6 Jahren als Zuschauer bei der Rennrodel-WM im Jahre 1996. Ja, das stimmt. Damals war so eine kleine Kinderrodelbahn aufgebaut an der Bobbahn. Da habe ich so meine ersten Versuche gemacht. Also musste ich das halt so vorstellen wie so eine Schneebahn mit einer Kurve. Ja, und das hat mir halt als Kind Spaß gemacht. Und dann bin ich zum Rennrodeln gekommen und habe halt wirklich mit 6 Jahren angefangen und bin dann das erste Mal die Bahn runtergefahren. Also natürlich nicht von ganz oben, sondern wie es halt so ist. Man fängt erst noch mal da unten an. Aber ich denke auch, es ist auch ganz wichtig, dass man den Sport früh anfängt, halt einfach, um sich die Angst zu nehmen, weil in dem Alter denkt man nicht drüber nach. Man hat keine Angst. Und einfach das Gefühl zu bekommen. Das ist halt einfach, wie gesagt, als Kind lernt sich halt einfach am leichtesten. Hatten da die Eltern mehr Angst?
naja, die sind auch damit mehr oder weniger groß geworden. Also sie haben sich, denke ich, gefreut, dass ich was Sinnvolles gemacht habe in meiner Jugend, dass ich in den Sportverein gegangen bin, Sport gemacht habe. Und ich denke, die sind mit der Entscheidung bis heute nicht ganz unglücklich. Auch im Rahmenprogramm spielte der Sport an diesem Abend eine große Rolle. Am Stand des Sportparks ging es unter anderem auch um das Training von Astronauten, was gerade auch beim Nachwuchs super ankam. Wir machen jetzt ein Training in der Stabilität, okay, und deine Tiefenmuskulatur. Ich muss dir so vorstellen, das Galileo-Training ist eine Art Training für Astronauten gewesen. Die sind in den Weltraum geflogen und im Weltraum haben die ja nichts zum groß zum Bewegen. Und wenn die runterkamen, hatten die keine Muskeln mehr. Du spannst deine Muskulatur an, nimmst die Beine ein bisschen gebeugt. Wenn ich die jetzt einschalte, gehst du ganz langsam nach unten. So, gehst langsam runter, bleibst den Oberkörper gerade, noch ein Stück. Und dann konnte das Schnuppertraining beginnen. Wer nicht selbst aktiv werden wollte, konnte aber auch allerlei sportliche Programmpunkte als Zuschauer genießen. Ob nun ein Schauturnen am Reck, Tanzeinlagen, die Show der Fliegenden Sachsen. Es war ein rundum gelungener Abend.